Hey Leute und willkommen zu einem neuen Animal Crossing Video, in dem ich euch heute meine Update-Vorhersage für das kommende Januar-Karnevals-Update mitteilen möchte, welches voraussichtlich Ende Januar erscheinen soll. Voraussichtlich sage ich deshalb, weil zum ersten Mal bei der Bekanntgabe des Zeitraums für das kommende Update die Entwickler scheinbar noch nicht so sicher waren, ob sie es bis Ende Januar schaffen, das neue Update fertig zu bekommen, da dort geplant für Ende Januar stand. Aber ja, seien wir einfach mal optimistisch und gehen davon aus, dass das Update zum geplanten Zeitpunkt online kommt und daher hier nun meine Prediction für das kommende Update. Vorab möchte ich noch eben wie immer auf unseren Animal Crossing Discord Server aufmerksam machen. Auf diesem könnt ihr neben DIYs, Blumen und Fossilien auch Bewohner miteinander traden und zudem neue Schlummerinseln entdecken. Also falls ihr Bock auf einen sehr aktiven Animal Crossing Discord Server habt, findet ihr den Link zum Discord in der Videobeschreibung. Zudem habe ich vor einiger Zeit einen kleinen Animal Crossing Amazon Store eröffnet mit richtig nicem Stuff. Also falls ihr noch auf der Suche nach Animal Crossing Plüschs, Kissen oder Amiibo Figuren seid, schaut gerne im Shop vorbei. Der Link zum Shop findet ihr ebenfalls in der Beschreibung. Einen Charakter, den wir mit dem nächsten Update sicher bekommen werden, welcher ja auch schon von Nintendo mehrmals bestätigt und angekündigt wurde, ist der Pfau Pavo, welcher sehr wahrscheinlich das im Februar stattfindende Karnevalsevent leiten wird. Der genaue Zeitpunkt des Events ist bis jetzt noch unklar, sollte es aber so sein wie in New Leaf und das Event auf den Rosenmontag fallen, wäre das Event in diesem Jahr am 15.02. Ebenfalls noch unklar ist der Ablauf des Events, aber auch hier können wir einfach mal einen Blick auf die Karnevals-Events in den älteren Teilen werfen. So hat er beim Karnevals-Event in Let's Go to the City vor dem Rathaus gestanden und wollte von einem, sobald man ihn angesprochen hat, 3 Bonbons in einer bestimmten Farbe. Die Bonbons hat man dann von seinen Bewohnern bekommen, sollte man diese in einem von 5 Minispielen schlagen. Sobald man dann genug Bonbons für Pavo zusammen hatte, konnte man diese an ihn übergeben und hat dafür ein Item aus der damaligen Karnevalsserie bekommen. In New Leaf hingegen war das Event dann nochmal etwas anders gestaltet. Hier stand Pavo zwar ebenfalls vor dem Rathaus bzw. Festplatz und wollte diesmal aber statt Bonbons verschiedenfarbige Federn von uns. Von diesen Federn wollte er dann 3 Stück in der gleichen Farbe, welche wir entweder mit unserem Kescher fangen konnten, da die Federn ähnlich wie die Schneeflocken oder Herbstblätter durch die Luft flogen, oder wir von unseren Bewohnern bekommen konnten, indem wir sie ähnlich wie in Let's Go to the City in einem von jedoch leider nur 3 Minispielen schlugen. Als Belohnung bekamen wir dann in New Leaf auch hier für 3 Federn ein Item aus der damaligen Karnevalsserie, welche tatsächlich genauso ausgesehen hat wie die in Let's Go to the City. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie genau nun das Event in New Horizons ablaufen wird. Ich persönlich glaube, dass wir, wie in den älteren Teilen auch, in New Horizons wieder einen etwas anderen Ablauf sehen werden und dass sich die Entwickler für die Eventgestaltung wieder ein wenig was Neues einfallen lassen werden. Ich denke jedoch, dass sie diese kleinen Minispiele mit den Bewohnern, wie auch bei den Karnevals-Events in den älteren Teilen, weiterhin beibehalten werden. Was die Belohnungen angeht, so glaube ich auch hier, dass wir eine komplett neue DIY-Serie bekommen werden, ähnlich wie beim Häschentag, und dass diese sich, denke ich, von dem Design her auch deutlich von der älteren Karnevals-Möbelserie unterscheiden wird. Zudem glaube ich auch, dass das Event an sich, wie die letzten Events auch, einen Time-Travel-Lock bekommt, sodass wir nicht einfach vorskippen können. Ein neues Feature, von welchem ich glaube, dass wir es bereits im nächsten Update sehen könnten und welches auch ziemlich passend zum Thema des kommenden Updates und zu Pavo selbst sein würde, sind die langersehnten Tanzmoves bzw. Emotes. Ich meine, dass wir weitere Emotes im Spiel sehen werden, ist, denke ich, ziemlich sicher und ich gehe stark davon aus, dass unter diesen neuen Emotes auch irgendwann, wenn nicht sogar im nächsten Update, Tanzmoves dabei sein werden. Und ich meine, es ist ja nicht so, als ob es sowas noch nie in Animal Crossing gegeben hätte. In Animal Crossing New Leaf gab es nämlich tatsächlich bereits einige Tanzmoves, die man damals jedoch ausschließlich im Club Kalaua tätigen konnte. Und da sah das mit anderen Spielern schon ziemlich cool aus. Daher denke ich, dass wir diese Tanzmoves auf jeden Fall noch im Spiel sehen werden. Und ja, vielleicht auch schon im nächsten Update. Es wäre auf jeden Fall passend und würde mich nicht überraschen.
Was mich auch nicht überraschen würde, ist, wenn wir Coffee nun im nächsten Update bekommen würden. Eigentlich war ich fest der Überzeugung, dass er bereits Ende letzten Jahres mit ins Spiel integriert wird, jedoch hatte Nintendo scheinbar andere Pläne mit ihm gehabt. Nun, ich bin immer noch der Überzeugung, dass er quasi als Überraschung in einem der kommenden Update-Trailer dabei sein wird und quasi nicht in einem davorigen Update-Trailer vorab angekündigt wird, da das bis jetzt nur mit den Event-NPCs wie Jacob, Chris oder jetzt auch Pavo der Fall war. Und da mit jedem Update, in dem Coffee nicht dabei ist, die Wahrscheinlichkeit größer wird, dass er im kommenden Update integriert wird, kann ich mir auch für das nächste Update gut vorstellen, dass wir ihn endlich bekommen werden und er quasi so als Überraschung im Update-Trailer vorkommt, mit der niemand gerechnet hätte. Was nun den ungefähren Zeitpunkt der Veröffentlichung des nächsten Updates angeht, so denke ich, dass wir hier mit einem Zeitraum zwischen dem 19. und 23. Januar rechnen können und mit einem Trailer zum Update zwischen dem 17. und 20. Januar. Aber was glaubt ihr, welchen Content wir im nächsten Update des Spiels sehen werden? Schreibt es mir gerne in die Comments. Ich selbst würde mich im Grunde über alles freuen, was ein wenig frischen Wind mit ins Spiel bringt. Dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat meine kleine Update-Prediction zum kommenden, ich nenne es jetzt einfach mal Karnevals-Update, gefallen. Falls ja, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Kleiner Kanal-Fact noch am Rande. Aktuell haben 60,8% aller Leute, die meine Videos regelmäßig schauen, den Kanal noch nicht abonniert. Daher würde ich mich gerade bei den Leuten über ein Abo umso mehr freuen. Und falls ihr bereits den Kanal abonniert habt und keine Livestreams mehr verpassen möchtet, aktiviert gerne die Glocke. Somit bekommt ihr immer direkt eine Benachrichtigung, sobald ich live bin. Dann würde ich sagen, wir sehen uns eventuell im nächsten Video wieder. Macht's gut, bleibt gesund, bis dann und ciao.